Leid, tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte! Wo ist er hin? Er passt nicht. Sesam, öffne dich. Hier hat jemand etwas gesucht. Entweder hatte er keine Zeit aufzuräumen, oder es war ihm einfach egal. Wenn Vater wollte, dass nur ich den Schlüssel finde, dann bedeutet das, dass seit seinem Tod niemand dieses Zimmer betreten konnte. Mythen und Legenden der Highlands. Aus der Bibliothek nehme ich an. Was für ein Durcheinander. Briefe über die alltägliche Verwaltung des Anwesens. Sie könnten hilfreich sein, sollte ich beschließen, hier zu leben. Das muss Edwards Handschrift sein. Die Hälfte von dem zahlen, was er will. An die Anwälte weitergeben. Charmant. Und der hier. Ihr Geld wird sie nicht ewig beschützen. Der Henker wird sie irgendwann holen. Ein Fluch auf sie und ihre Familie. Es scheint, er war so beliebt, wie er freundlich war. Ah, eine Art Geheimfach. Vaters Handschrift. Die Kapelle, die Familienchroniken. Vielleicht finde ich dort Antworten. Vaters Handschrift. Die Kapelle, die Familienchroniken. Vielleicht finde ich dort Antworten. Sieht aus wie eine Notiz über die Chiffre im Regal. Ortsansässiges Mädchen vermisst. Das Verschwinden der ortsansässigen Cora McKay, 17 Jahre alt, sorgt für Besorgnis. Der Polizei zufolge wurde sie zuletzt vor 2 Tagen an ihrer Arbeitsstätte, dem Three Cakes Inn, gesehen. 3 Menschen sind in den letzten Monaten, alle unter verschiedenen Umständen, verschwunden. Cora wird als ca. 1,50 Meter groß, mit grauen Augen und langem schwarzen Haar beschrieben. Wer etwas zu ihr zu berichten weiß, möge umgehend die Gendarmerie informieren. Bis auf das Siegel ist alles da. Ich bitte Sie, es sich zu überlegen, Sir Edward.
Meine Familie lebt seit vielen Generationen auf diesem Land und unser Heim verlassen zu müssen, wäre unser Untergang. Alice, meine Frau, die Sie kennengelernt haben, ist außer sich vor Trauer. Wir können nirgends hin. Ich flehe Sie an, in Ihr Herz zu schauen und uns zu erlauben, zu bleiben. Zum Ende des Monats rauswerfen. Die Zeichen sind da. Leugnet sie auf eigene Gefahr. Das uralte Böse, das in diesem Land lebt, hat die Steine der Schlossmauern durchdrungen. Und wenn sie nicht aufpassen, wird es ihre Familie infizieren. Den Constable kontaktieren. Er soll die Hexe einsperren, damit sie uns nicht noch einmal belästigt. Nur Krimskrams. Das sieht interessant aus. Fest verschraubt. Jemand wollte nicht, dass es bewegt wird. Schloss birgt wahrlich viele Geheimnisse. Es sieht sehr originalgetreu aus, akkurat. Das hat eine Menge Arbeit gekostet. Da scheint ein Teil zu... Moment. So. Hör auf, rumzujammern! Der Junge! Haben Sie ihn gesehen? Wo ist er hin? Hab ich dir nicht verboten, mich im Herrenzimmer zu stören?
Ist alles in Ordnung, Sir? Was ist passiert, David? Oh, der Junge. Da war Blut und er stieß ihn hinunter. Wer? Wen haben Sie gesehen? Ihn. Was sagten Sie gerade, Sir? Oh, ist schon gut. Sie sind wie Ihr Vater. Sie können sie auch sehen, oder? Ich habe schon als Kind im Schlaf vor mich hingeredet. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das arme Mädchen ist ja völlig verängstigt. Natürlich, Sir. Verzeihung, Sir. Mein Vater. Was hat er zu sehen geglaubt? Es steht mir nicht zu, das zu sagen, Sir. Aber... Nur weiter? Mit Verlaub, Sir. Sie sollten fortgehen. Dieser Ort hat Ihren Vater in den Wahnsinn getrieben. Wahnsinn? Hat er gesagt, was oder wen er gesehen hat? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Am besten dränge ich sie nicht zu sehr. Sie hat schon genug Angst vor mir. Verzeihung, wie war nochmal Ihr Name? Elsa, Sir. Elsa Crennan. Oh, und Master Andrew fragte, ob Sie zu ihm in die Bibliothek kommen möchten. Nach dem Frühstück natürlich. Vielen Dank, Miss Crennan. Reiß dich zusammen, David. Waren es diese Erscheinungen, die meinen Vater aus dem Schloss trieben, als er jung war? Kehrte er ihretwegen zurück? Er muss etwas in den Familienchroniken gefunden haben, von denen er sprach. Niemand sonst hat den Jungen oder den alten Mann gesehen, der wie mein Großvater Edward aussah. Aber es fühlte sich real an. Mehr noch als die Tagträume, die mich als Kind plagten. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Jungen je gesehen zu haben. Eine verblasste Erinnerung vielleicht? Soweit ich weiß, war ich noch nie zuvor in diesem Schloss. Elsa weiß mehr, als sie mir sagen will. Und sobald du in der Küche fertig bist, geh den Keller säubern. Die Spinnen haben dort ein Nest gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Sie krabbeln überall herum. Ah, Master David. Wie schön, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich habe einige schottische Delikatessen für Sie zubereiten lassen. Blutwürste, Haggis, Rühreier mit Rehhirn und Bacon. Ich habe das Reh selbst in unserem Wald geschossen.
Mutter mochte Gerichte mit Innereien nie besonders. In diesem Fall wäre ihr etwas entgangen. Das war köstlich. Vielen Dank. Unsere Spezialitäten müssen jemandem, der aufgewachsen ist wie Sie, seltsam vorkommen. Ich bin in Indien aufgewachsen. Mein Begriff von seltsam ist recht weit gefasst.